Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein PvP-Achievement und zwar schimpft sich das Schlagabtausch. Dieses finden wir einmal unter Spieler gegen Spieler und dann unter Welt. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen nämlich in der Übergriffsweltquest Kisten klauben in Zuldazar im Kriegsmod einen muskelbepackten Peon bezwingen, ohne unseren bulligen Deckmatrosen zu verlieren. Also, was brauchen wir als allererstes dafür? Wir müssen einmal den Warmode als Allianzler in SW anmachen. Als nächstes muss der Übergriff hier im Zuldazar sein. Ihr seht, hier haben wir gerade den Übergriff. Bei mir ist er jetzt noch 5 Stunden. Und ihr braucht hier die World Quest Kistenklauben. Soweit, so gut. Was macht ihr dann? Dann geht ihr hier zu dem schicken Herrn. Der wird auf der Map euch auch angezeigt. Also sprich hier auf den Koordinaten 77, 36. Den quatscht ihr dann an und ihr kriegt dann einen NPC, der hinter euch herläuft, dieser hier. Und ja, mit dem müsst ihr eigentlich jetzt hier hochlaufen, so Kisten besorgen. Ihr seht schon, hier hat einer schon, ja, quasi einen dabei. Und die Horde hat selbige World Quest. Wird der eigentlich unsichtbar, wenn ich unsichtbar gehe? Nein. Also die Horde hat selbige World Quest und ich muss jetzt quasi einen von der Horde umboxen, einen Peon, bevor mein Dude stirbt quasi. Das ist jetzt mein Ziel. Aber die klopfen wird wahrscheinlich meinen Dude hier vorher um. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Alle CDs rein. Ja. Es hat irgendwie nicht geklappt. Das hat irgendwie nicht geklappt. Also Achievement habe ich nicht bekommen. Ja, ich habe es dann einfach einen Ticken später nochmal hier probiert. Und zwar habe ich jetzt hier einen Peon gefunden, der einfach so wild rumläuft. Der hat wahrscheinlich gerade was aufgesammelt und ein bisschen rumgebackt. Aber der hat dann gezählt. Man muss anscheinend einfach 1-2 umboxen. Und irgendwann hat man dann dementsprechend Luck. Man sollte halt aufpassen, dass sein eigener halt auch nicht stirbt. Ne? Wenn man jetzt einen großen PvP-Cleave reinläuft, hat man halt dann oftmals das Problem, dass der eigene auch weggecleaved wird. Also am besten ist es, wenn man so ein bisschen am Rand steht und dann von der Ferne von dem anderen quasi einen wegschießt. Und dann kriegt man auch dementsprechend das Achievement. Ja, das war's dann mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.